Und heute geht's weiter mit Goethe B1 Schreibteil Nummer 2. Bei diesem Thema musst du auch ungefähr 80 Wörter schreiben. Du hast dafür 25 Minuten Zeit und du musst zu einem bestimmten Thema deine Meinung ausdrücken. Und da ist auch ganz wichtig, dass du den Text strukturierst mit einer Einleitung, mit einem Mittelteil und mit einem Schlussteil. Und für dieses Video habe ich 3 Themen ausgewählt. Nummer 1, Online-Arbeiten. Nummer 2, Extremsportarten. Nummer 3, im Ausland leben. Die Diskussionssendung über das Leben im Ausland fand ich sehr interessant. Deshalb möchte ich gerne ein paar Vor- und Nachteile nennen und auch meine Meinung zu diesem Thema ausdrücken. Das ist quasi die Einleitung. Und jetzt geht's weiter mit dem Mittelteil. Das Leben im Ausland bietet eine tolle Möglichkeit, neue Kulturen und Länder kennenzulernen. Man kann dadurch seinen Horizont erweitern. Allerdings kann es auch passieren, dass man im Ausland Heimweh bekommt. Das könnte man zum Beispiel als Schlüsselwort hier nehmen, Heimweh haben. Es kann auch eine große Herausforderung sein, wenn man eine neue Sprache lernen muss. Vielleicht sind auch viele Gewohnheiten der Menschen im anderen Land sehr unterschiedlich. Daher bin ich der Meinung, dass das Leben im Ausland zwar durchaus interessant und spannend ist, es aber trotzdem nicht für jeden passt. Man kann sich also bei der eigenen Meinung darauf beziehen, dass viele Entscheidungen sehr individuell sind. Schließlich muss jeder für sich selbst entscheiden, ob das Leben im Ausland für einen attraktiv ist oder nicht. Und damit hast du die Aufgabe Nummer 2 erfüllt. Nächstes Thema, Extremsportarten. Die Dokumentation zum Thema Extremsportarten war wirklich faszinierend. Lassen Sie mich in ein paar Sätzen dazu etwas sagen. Einerseits bieten Extremsportarten die Möglichkeit, seinen Körper zu trainieren und auch außergewöhnliche Erfahrungen zu sammeln. Andererseits birgt es einige Risiken. Zum Beispiel ist es durchaus möglich, sich schwer zu verletzen oder sogar zu sterben. Für manche, das heißt für manche Leute, ist das vielleicht eine Methode, um die Kontrolle über ihren Körper zu perfektionieren. Denn darum geht es oft beim Extremsport, dass man die volle Kontrolle in einer Extremsituation über seinen Körper hat. Andere Leute wiederum sehen es als sinnloses Risiko. Meiner Ansicht nach, das könntest du statt meiner Meinung nach sagen, ein bisschen eine Variation hier, ist es wirklich eine sehr individuelle Sache, aber trotzdem glaube ich, dass es bessere Möglichkeiten gibt, körperliche und mentale Stärke zu trainieren. Insgesamt ist jedoch jeder Einzelne für sich selbst verantwortlich. Hier streichst du wieder heraus, dass es eine sehr persönliche und individuelle Entscheidung ist. Drittes Thema, Online-Arbeiten. Das Video zum Thema Online-Arbeiten hat mich sehr zum Nachdenken gebracht. Aus diesem Grund würde ich gerne meine Meinung dazu mitteilen. Beginnend wieder mit dem Vorteil. Ein klarer Vorteil ist die Mobilität und Flexibilität, denn man kann überall arbeiten, wo es Internetanschluss gibt. Hier hast du viele Vorteile kurz und prägnant ausgedrückt. Du bist mobil, du bist flexibel und du brauchst nur Internet, das ist alles. Einen weiteren Vorteil kannst du mit außerdem angeben. Außerdem ist es toll, dass man sich den Weg zur Arbeit spart. Und jetzt gehst du weiter und nennst ein paar Nachteile. Andererseits kann es ein Nachteil sein, dass man das Privat- und Arbeitsleben nicht gut trennen kann, wenn man von zu Hause aus arbeitet. Ein anderer Nachteil könnte sein, dass man vielleicht nicht mehr so effizient arbeitet wie im Büro. Wieder der abschließende Satz, hier mit dem Anfang: alles in allem, das bedeutet so etwas wie insgesamt. Alles in allem muss jeder selbst entscheiden, wie man gerne arbeiten will. Am besten sollte man beide Formen ausprobieren. Und auch hier gehst du in diesem Beispiel darauf zurück, dass jeder für sich selbst entscheiden muss, was für einen am besten ist und was man gerne ausprobieren möchte. Also hoffentlich was nützlich. Wir sehen uns im nächsten Video bei Teil Nummer 3.